Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is... was a lovely woman. Na, ob da nicht vielleicht was gegangen ist. Ich find's aber ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das ist jetzt eigentlich bloß eine reine Vermutung, dass sie das ist. Sie wissen es doch noch gar nicht sicher. Also ich finde es ein bisschen sehr überstürzt, dann gleich zu sagen, der Mord an Celine Henry. Aber gut, ist ja ein Spiel. Von daher, was so ist. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Okay, ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Ja, das könnte helfen. Warum auch immer man sowas aufschreiben sollte. I think this could be a great help, sir. Thank you. Gut, wunderbar. Ich weiß nicht, warum die Leute immer die Kennzeichen von irgendwelchen Autos aufschreiben. Naja, gut. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring. On the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Ja, ich hab, ne, die Sache ist, vielleicht weiß er ja mehr drüber, dann wäre er wahrscheinlich wieder anzweifeln, um mehr rauszufinden, aber ich glaube nicht, dass er da lügt, deswegen nehme ich jetzt die Wahrheit, einfach aus Prinzip. Was it valuable? Could dumm. It be motive for her murder? Dumm, das Spiel, sorry, dumm. Who could say these days? I think it had more sentimental than monetary value. Wahrscheinlich hat er ihr den Ring geschenkt. Ich finde es trotzdem absolut dämlich von der Spielmechanik her, dass man es anzweifeln muss, um dann mehr zu erfahren, weil es nichts damit zu tun hat, die Aussage anzuzweifeln, sondern man fragt einfach noch mehr nach. Das ist doch bescheuert geregelt, sorry, aber da muss man es irgendwie anders hinschreiben. Man kann da nicht hinschreiben, anzweifeln, weil man nicht die Aussage an sich anzweifelt dabei. Wahrscheinlich ist der Ring von ihm geschenkt worden. Ich nehme mal an, er wird sie lieben. So wie er reinschaut und wie er reagiert hat. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Wahrscheinlich nicht. Also ich nehme mal auch nicht an unbedingt, dass es jetzt der Mann gewesen sein wird. Ich meine, kann natürlich sein, aber... Was he ever violent? Wieder falsch, okay. Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. Was, die leben schon gar nicht mehr zusammen. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows, I had to send her home in enough cabs to remember that. Ach, also mit dem Spiel, das ist wirklich ein Gräuel manchmal, weil das einfach... Ja, ich weiß, ich reg mich schon wieder auf. Das tut mir auch total leid, dass ich mich schon wieder aufrege, weil ich ja eigentlich Freude und Spielspaß hier vermitteln soll. Aber das wäre doch jetzt... völlig spekulativ gewesen, zu sagen, nee, das stimmt nicht, was er sagt. Das ist doch bescheuert. Ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Wenn ich keinen Grund habe, es anzuzweifeln, dann nehme ich es so hin. Let's get out of here. Komm, genug gesoffen. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Ja, bleib halt sitzen, dann fahr ich alleine. Where's that goddamn place? So, fahr ich halt ohne dich, ist mir egal. Komm, du Saufnase. So, Wohnsitz der Henrys. Adresse des Mordopfers, Celine Henry.
Okay, wir fahren erstmal noch ganz kurz hier vorne. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's a... So, ich gehe erstmal kurz noch hier ran, weil wir natürlich noch das Kennzeichen überprüfen sollen. Es ist interessant, dass es dafür sogar eine Tat gibt, also hier eine Errungenschaft. So schwer war das ja nicht. Cole Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2Boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. So, dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Und schauen mal bei den Henrys vorbei. Mal sehen, was sich ergibt. Eigentlich müssen wir jetzt über Funk das hören, was sie durchgeben will, aber wir hören nichts. Seltsam. Calling all cars, citizen reports, officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place, 6th Street and Lindley Place. Schauen wir mal. Wo ist denn das am Hintern der Welt? Nein, da mache ich nicht hin. So, das ist der Bumper Club, wir müssen... Oh, Wohnsitz der Henrys ist gleich in der Nähe vom Tatort. Das finde ich interessant. Na, mal schauen. Das ist ja schon sehr merkwürdig, dass es gleich nebenan ist dort. Wer weiß, ob das nicht vielleicht irgendeinen Grund hat. Wir werden es sehen. Höh! Nicht doch. Seltsame plötzliche Spurwechsel hier. Kann noch nicht angehen. So, okay, dann... Legen wir mal einen Zahn zu. Haben wir eigentlich hier auch eine Sirene drin? Ja. Na klar, ist ja ein Polizeiwagen. Ich mache aber mal wieder aus. Brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. So eilig haben wir es ja dann doch nicht. Verzeihung. Ja, ich habe erst relativ spät gesehen, dass da eine Barrikade im Weg war. Tut mir leid. Kann passieren. Ach, diese Stadt ist aber auch krumm aufgebaut, ne? Sag mal, was ist denn los hier? Wieso stehen denn hier überall Betonbarrikaden rum? Was soll denn das? Meine Güte. Vielleicht sollte ich einfach den Hügel hochfahren. So, endlich mal eine Straße, die wir auch nehmen können. Das ist sehr schön. Weiß nicht, was das jetzt soll mit den Betondingern da. Egal. So, jetzt aber gleich hier. Zack, den Hügel. Really? Ernsthaft? Du kannst nicht den Hügel hochfahren? Oh Mann, was ist das denn? Ich liebe unsichtbare Mauern, es ist so großartig. Na gut, dann nehmen wir halt die Straße, wenn du das möchtest. Ich wäre halt schon ganz gern mal querfeld eingefahren, aber wenn ich nicht darf, dann darf ich halt nicht. Das Spiel sagt, ich darf nicht, also mache ich es eben nicht. So, der hat's verdient. Ach so, müssen wir doch gleich da sein. Wir sind doch gleich wieder in der Nähe vom Tatort, oder? So, einmal links und einmal rechts. Wunderbar. Wieso stehen hier eigentlich ständig irgendwelche Pappkartons in den Ecken? Ich weiß es nicht. So. Da sind wir auch schon. Wohnsitz der Henrys. 11.16 Uhr. Der Briefkasten sieht ein bisschen ranzig aus. So. Auf zur peinlichen Befragung. I'll try the back door. Wait here a second. Jo, geht klar. Na sowas. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Also keine Befragung, sondern lediglich Beweissicherung. Nichts dagegen.
Familie stirbt Feuertod. Polizei sagt, Tode bei Hausbränden sind verdächtig. Schauen wir uns an. You said I had to go back, doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me! The deaths were unfortunate. But you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with it. You said the house would be empty! How can I find peace? Der kleine Drecksack benutzt seine Patienten, um irgendwelche Leute um die Ecke zu bringen. Ist ja der Hammer. Na gut, konzentrieren wir uns aber mal wieder auf den Fall hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der Doc vielleicht noch was damit zu tun hat, mit dem Hauptfall. Ich weiß es nicht. Don't think this is anything. Ja, es ist ein Schlüssel. Man könnte mal schauen, ob das vielleicht der zur Wohnung ist oder was das für ein Schlüssel ist. Normalerweise liegen keine Schlüssel einfach so in der Gegend rum. Nein, die Zeitung brauchst du nicht nochmal anschauen. Also ich finde es zumindest etwas unüblich, einfach Schlüssel auf den Boden zu schmeißen. Mache ich eher selten, muss ich mal so sagen. Eine Fliegerbrille. Circumstantial. Wir haben ja gehört, das Mordopfer war mal eine Fliegerin. Die Frage ist, wenn sie das mal war vor langer Zeit, wieso liegt die Brille so hier offen herum? Nein, den hatten wir schon. Ist gut, Cole. Brauchst du nicht nochmal anschauen. So, schauen wir mal hier hinten die Ecke an. Es ist ein bisschen finster hier drin, finde ich, in der Wohnung. Okay, der Schuh scheint irgendwie von Bedeutung zu sein. Ah, da hatten wir gerade was. Size 9. Above average for a lady. Es gibt auch Frauen auf großem Fuße. Das kann schon sein, aber man kann das ja relativ leicht überprüfen an der Leiche, was für eine Schuhgröße sie hat. Not much help. Dann lass es stehen. Wie er sich wahllos irgendwelche Sachen auf diesen vollgeramschten Tischen hier raussucht. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Na gut. Cole hat es bestimmt gemacht. Oxidol mal wieder. Das beliebteste Waschmittel in Los Angeles, wie es scheint. Irgendwelche dreckige Wäsche, die hier zu waschen ist. Nein, ich will nicht nochmal Oxidol anschauen. Gut, hier hinten ist also nix. Ein Zettel an den Kühlschrank. Wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich in Apartment 2, 1050 Huntley Drive. Jacob. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Okay, ist call sehr, sehr sympathisch hier. Oh, Typ. Du wirst doch wohl mal 2 Minuten ohne Saufen auskommen, hä? So, ich bin aber noch nicht... Oh. Homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 149. Ich bin aber noch nicht fertig. Wir wollen uns noch ein bisschen umschauen. Dieses Ding hier, da war doch bestimmt mal ein Ring drin. Tiffany, the rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. So, das wird doch bestimmt von dem Ring sein, der an ihrer Hand war, oder? This isn't what we're looking for. Die Bürsten finde ich irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. A regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. Da ist es also der Ring, von dem die Rede war. Ist schon ein ganz schönes Gerät, ne?
Gut, also wir haben ja nur drei Sachen. Nee, wir können auch noch die Dose anschauen. Ist die von Bedeutung? Wahrscheinlich nicht, ne? Cole, kannst du die irgendwie drehen, dass man auch was drauf... Das ist ein Deo, okay. Nee, das ist dann wahrscheinlich egal. Es ist schön, wie du deine Hand hin und her drehst. Das kannst du gut. Das machst du ganz toll. Bist ein Großer. So. Gibt's hier hinten was? Scheinbar nicht. Hier sieht's aus, Mensch. Not everything here is going to be relevant. Ist das ein Föhn? Der sieht ja verrückt aus. So, ansonsten... Boah, die Flaschen direkt am Bett dran mit. Damit man schön, ohne aufstehen zu müssen, saufen kann. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Die Musik ist weg. Gut. Dann gehen wir mal bei den Nachbarn vorbei. Welche Nachbarn dürfen es denn sein? Die hier drüben? Ich probiere es mal bei denen. Wow. Guten Tag. Darf ich Sie direkt zu einem kleinen Gespräch einladen, junge Dame? I knew it wasn't safe around here anymore. Ich würde gern... LAPD. Dankeschön. Are you acquainted with Celine Henry, Miss... Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but... Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and then sit down. Neuer Hinweis, Eheprobleme. Ja, den Hinweis haben wir ja eigentlich nicht erst jetzt bekommen. Tja. Harte Neuigkeiten, was? Wenn du erfährst, dass deine langjährige Nachbarin, mit der man sich vielleicht auch mal gut verstanden hat, plötzlich tot ist. Gut, ich nehme an, das reicht jetzt schon an Befragung, oder? Müssen wir noch irgendwas anderes? Just give me some time to myself, please. Na klar, kein Problem. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt hier nicht machen. Dann suchen wir mal kurz nach unseren Kollegen. Ach, der steht schon neben dem Auto. Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Na klar. Wir haben ja die Adresse, die er uns da hinterlassen hat am Kühlschrank. Los geht's. Vom getrennt lebenden Ehemann Jacob Henry gemietetes Apartment. Ich meine, wir wissen ja nicht. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. With my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hats off her back for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja noch gar nicht, ob das überhaupt der Black Dahlia Killer ist. Es kann ja auch sein, dass es wirklich einfach nur irgendein anderer Fall ist, der bloß zufällig damit in Verbindung gebracht wurde. Beziehungsweise, was heißt zufällig damit in Verbindung gebracht? Vielleicht wollte der Täter halt nur auf den Fall hinlenken, sozusagen. Mich würde trotzdem mal interessieren, was das übliche Vorgehen des Black Dahlia Killers war. Denn wir wissen ja eigentlich gar nichts über die Fälle. Das finde ich ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. So. Wie müssen wir denn hier fahren? Wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier, okay. Jacob Henrys Apartment. Okay, 11:38 Uhr. Follow my lead. Mit gezogenen Pistolen? Achso, weil wir ihn direkt festnehmen wollen. Okay, wenn ihr meint. So, da ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert. Dann machen wir das hier nochmal. Ich habe gerade schon, bin gerade zumindest schon reingegangen und habe mich kurz umgesehen. Aber wir schauen uns natürlich nochmal ein bisschen weiter um da drin. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder?
Celine? Save the dramatics RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're going to have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry.